EcoCenter ist weltweit führend, wenn es um Umweltschutz und um den Einsatz neuer und innovativer Technologien geht. Wir befinden uns unweit von Bozen in der Nähe des Mondscheingrabens. Was hier zu sehen ist, ist der übergemeindliche Hauptsammler Burgstall Bozen. EcoCenter hat nun einen Abschnitt von 870 Metern erneuert. Die verwendete Technik ist eine absolute Neuheit weltweit und hat es ermöglicht, Grabungsarbeiten weitgehend zu vermeiden. Der Austausch der Leitung mittels herkömmlicher offener Grabungsarbeiten hätte ein Aushubvolumen von über 10.000 Kubikmetern verursacht. Deswegen musste man eine erneuernde Bautechnik, Technologie ausprobieren. Und es hat uns gelungen, das ist ein großer Erfolg, in 4 Monaten die Baufirma wird die Arbeiten fertig machen. Das ist ein großer Erfolg für EcoCenter, für seine Techniker. In das bestehende Rohr aus Fiberglas, das erhebliche Brüche und Verformungen aufwies, wurde ein neues Polyethylenrohr desselben Durchmessers eingeführt. Vor der Einführung wurde der Durchmesser des neuen Rohrs um ca. 50 mm verringert, dann wurde es mittels eines Kalibrierkopfes durch das alte Rohr gezogen, wobei der Kalibrierkopf das bestehende Rohr bis zum ursprünglichen Zustand erweitert hat. Bei diesen Sanierungsarbeiten wurden gleich 2 neue Techniken angewendet, ein Best-Lining-Verfahren, um das bestehende Rohr zu erweitern und das DIN-TEC-Verfahren, um das neue Rohr in das alte Beschädigte einzuführen. Hierbei handelt es sich um die Sanierung eines GFK-Rohres mit Durchmesser 80 cm, welches in vielen Teilabschnitten ovalisiert und beschädigt ist. Die Sanierungsarbeiten bestehen darin, ein neues Polyethylenrohr mit demselben Durchmesser in den alten Teilabschnitt einzuziehen. Um dies zu realisieren, mussten Baugruben ausgeführt werden, um zum alten Rohr zu gelangen. Und in diesen Baugruben wurden neue Polyethylenrohre mit einer Länge bis zu 370 Meter eingezogen. Das gesamte Sanierungsverfahren ist in nur 4,5 Monaten, also in einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit, durchgeführt worden.